Ja, unser Kapitän Lars Stindl ist da. Lars, du wurdest von den Fans zum Man of the Match präsentiert bei Heinz von Heiden gewählt. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung bei deinem Comeback? Ja, ist eine tolle Sache. Vielen Dank nochmal an alle 96-Fans für diese Auszeichnung. Gerade für uns Spieler, wenn wir hier die Heimspiele bestreiten und dann ja, von unseren Fans dazu gewählt werden zum Man of the Match, ist das immer was ganz Besonderes. Wie reflektierst du so dein persönliches Comeback? Du hast natürlich in Berlin schon ein paar Minuten gespielt, aber diesmal bist du in der Startelf gestanden. Wie reflektierst du deine persönliche Leistung? Ja, in allererster Linie war ich natürlich sehr froh, endlich wieder am Platz zu stehen, hier zu Hause, in unserem Stadion, vor unseren Fans wieder dabei zu sein. Das war für mich vorneweg das Größte. Zum Spiel selbst ist natürlich schwierig, bei einer Niederlage das Positive zu finden. Aber ich denke, wir haben eine vernünftige erste Halbzeit gespielt, mit der einen oder anderen Chance auch persönlich, die ich vielleicht verwerten hätte können. Aber nichtsdestotrotz war es insgesamt wieder ein tolles Erlebnis und ich hoffe, in Zukunft jetzt auch wieder ein bisschen erfolgreicher zu sein. Die Mannschaft war mit Sicherheit auch selbstkritisch. Habt ihr das Spiel gegen Leverkusen analysiert? Ja, absolut. Wir haben direkt am Sonntag dann die Analyse bekommen vom Trainer. Hat die Sachen knallhart angesprochen, die wir falsch gemacht haben, aber auch die Dinge, die wir ganz gut gemacht haben, um ja, Ausblicke für Samstag, für Hoffenheim, um uns da richtig einzustellen und dann wieder in die Spur zu finden und versuchen, 3 Punkte zu holen. Du sprichst das Topspiel gegen Hoffenheim schon an. Bekommst du besondere Unterstützung da unten von deiner Family? Ja, wie viele wissen, komme ich ja aus dem beschaulichen Baden da unten, unter anderem Hoffenheim liegt. Von der Familie, die ist zahlreich vertreten, aber auch das eine oder andere Ticket schon besorgen müssen. Wir werden jetzt noch die Woche das eine oder andere Ticket nach Hause schicken und hoffe da, ja, Unterstützung von der Familie, Freunde werden alle da sein. Und ich hoffe endlich mal, ja, mit 3 Punkten die Leute, die Freunde zu bescheren. Dafür werden wir alles tun. Wie blickst du auf das Spiel? Wie analysierst du den Gegner Hoffenheim? Die stehen ganz gut da, aber wir auch. Ja, richtig, wir auch. Aber man muss sagen, Hoffenheim ist dieses Jahr eine absolute Top-Mannschaft. Gefestigt, haben eine ganz klare Linie, sind unheimlich schnell in der Tiefe. Wenn wir da unnötige Fehler machen bzw. nicht hoch konzentriert sind, wird es gefährlich, weil sie eine unglaubliche Schnelligkeit gerade in der Offensive haben und eine unglaubliche Qualität. Da dürfen wir ganz wenig zulassen, aber wir haben auch Qualität auf unserer Seite, um ja, den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Lars, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wir sehen uns in Hoffenheim. Bitteschön. Danke.